Elon Musk wurden gerade 56 Milliarden Dollar entrissen. Wie, fragt ihr? Nun, ein aktiver Aktionär hat Musk verklagt, weil sein Vergütungsplan zu hoch war und das Gericht hat dem Aktionär recht gegeben. Oberflächlich betrachtet ist es wahrscheinlich sehr schwierig, mit Elon mitzufühlen. Schade, dass er nicht in der Lage war, sein ohnehin schon riesiges Vermögen um weitere 56 Milliarden Dollar zu erhöhen, aber wenn man es genau betrachtet, wurde Elon am erhelligten Tag ausgeraubt. Man kann argumentieren, dass der Vergütungsplan überzogen war, so viel man will, aber die Höhe des Plans ist in dieser Situation eigentlich völlig irrelevant, weil der Vorstand den Plan bereits 2018 genehmigt hat. Jegliche Bedenken, dass der Plan überzogen ist, hätten vor seiner Genehmigung diskutiert und ausgeräumt werden müssen. Wenn wir ehrlich sind, war der Plan tatsächlich ziemlich übertrieben, aber warum hat der Vorstand den Plan dann genehmigt? Nun, sie gingen im Grunde davon aus, dass der Plan niemals umgesetzt werden würde. Um das volle Vergütungspaket zu erhalten, musste Elon das Unternehmen innerhalb weniger Jahre verzehnfachen, nicht nur in Bezug auf den Aktienkurs, sondern auch auf die Fundamentaldaten. Das war besonders schwer vorstellbar, da Tesla während eines Großteils des Jahres 2018, als das Unternehmen versuchte, die Produktion des Model 3 hochzufahren, nur wenige Wochen vom Bankrott entfernt war. Die übermäßigen Obergrenzen von Elons Vergütungsplan waren also kein großes Problem. Sie gingen einfach davon aus, dass sie damit umgehen könnten, falls es jemals passieren sollte. Und zur Überraschung aller ist es dann tatsächlich passiert. Tesla flog zum Mond. Das Unternehmen wurde von einem 10 Milliarden Dollar Unternehmen zu einem Billionen Dollar Unternehmen, als es die Produktion von Hunderttausenden auf über eine Million erhöhte. Und plötzlich hatte Elon irgendwie Anspruch auf 56 Milliarden Dollar Gehalt. Ironischerweise waren die meisten Aktionäre dem Paket gegenüber gleichgültig oder unterstützten es sogar. Aber ein Mann namens Richard Tonetta hatte eine andere Idee. Und wisst ihr, was der Clou ist? Richard ist nicht einmal ein großer Tesla-Aktionär. Als er die Klage einreichte, besaß er insgesamt nur 9 Aktien. Die Klage war also eher ein großes Fick dich an Elon Musk und andere große Tech-CEOs als eine echte Sorge um die Situation der Aktionäre. Und wisst ihr, was noch lustiger ist? Die Anwälte, die den Prozess gewonnen haben, fordern jetzt 5,6 Milliarden Dollar, weil sie dem Unternehmen 56 Milliarden Dollar erspart haben. Schauen wir uns also an, wie sich die ganze Sache abgespielt hat und warum Elon Musk diesen großen Zahltag mehr als verdient hat. Bevor wir uns mit der Klage befassen, sollten wir uns erst einmal ansehen, wie genau dieser riesige Gehaltsplan überhaupt aufgebaut war, denn er war sehr gegen Elon gerichtet. Die Grundlage des Plans ist in diesem einfachen Diagramm dargestellt. Wie ihr oben links sehen könnt, basierte das Gehaltspaket zu 100% auf der Leistung. Elon würde weder ein traditionelles Gehalt noch einen Bonus oder eine zeitbasierte Beteiligung erhalten. Mit anderen Worten, wenn Tesla keines dieser Ziele erreicht hätte, hätte Musk gar nichts erhalten. Aber ich glaube nicht, dass das eine Kontroverse ausgelöst hätte. Um auf den Plan zurückzukommen, er bestand aus 12 Tranchen, die sich in der Marktkapitalisierung orientierten und 16 Tranchen, die sich am Umsatz und EBITDA orientierten. Diese Zahlen sagen ohne Kontext nicht viel aus, also bringen wir etwas Licht ins Dunkel. Dieses Paket wurde Anfang 2018 genehmigt, als Tesla nur 59 Milliarden Dollar wert war. Damit Elon alle auf der Marktkapitalisierung basierenden Tranchen ausschöpfen kann, müsste er Tesla innerhalb von 10 Jahren auf eine Marktkapitalisierung von 650 Milliarden US-Dollar oder das 11-fache des Unternehmens anwachsen lassen, aber wie wir alle wissen, ist der Aktienmarkt oft stark übertrieben, sowohl nach oben als auch nach unten, weshalb der Plan auch mit operativen Meilensteinen verbunden war. Zu dieser Zeit machte Tesla knapp 12 Milliarden Dollar Umsatz. Damit Elon alle umsatzbasierten Meilensteine erreichen kann, muss er diesen Umsatz auf 175 Milliarden Dollar steigern. Ähnlich verhält es sich mit dem EBITDA, das Tesla gerade einmal 95 Millionen Dollar einbrachte. Um alle auf dem EBITDA basierenden Meilensteine zu erreichen, müsste Elon dieses Ergebnis auf 14 Milliarden Dollar steigern. Mit anderen Worten, Elon musste innerhalb von 10 Jahren das 11-fache der Aktie, das 15-fache des Umsatzes und das 21-fache des EBITDA erreichen, um das volle Gehaltspaket zu erhalten. Im Nachhinein erscheint das wahrscheinlich gar nicht so verrückt, weil es passiert ist und man im Nachhinein immer alles besser weiß, aber zu der Zeit schien das fast unmöglich. Jeder im Unternehmen arbeitete mehr als 80 Stunden in der Woche, nur um sicherzustellen, dass sie bei dem Versuch, das Model 3 zu produzieren, nicht bankrott gingen. Die Behauptungen, dass Tesla den 10-fachen Wert erreichen wird, war in etwa so, als würde man spekulieren, dass Bitcoin bis Ende 2025 500.000 Dollar erreichen wird. Sicher, es gibt ein paar Verrückte, die das vorhersagen, aber die große Mehrheit der Bevölkerung hält das für unmöglich und deshalb hat der Vorstand ein so großes Gehaltspaket genehmigt. Das bringt mich zu unserem zweiten Punkt, nämlich, dass das Gehaltspaket gar nicht so groß war, weil es nicht aus Bargeld oder Aktien bestand.
Die Medien und YouTuber, mich eingeschlossen, bezeichnen das Paket gerne als 56 Milliarden Dollar Gehalt. Aber das war es eigentlich nicht. Was genau ist damit gemeint? Nun ist es nicht so, dass Tesla Elon 56 Milliarden Dollar aus den Barreserven des Unternehmens zahlen musste, wenn er dieses Ziel erreichte. Nein, eigentlich wurden Elon 12% des Unternehmens versprochen, wenn er diese wahnsinnigen Leistungskennzahlen erreicht. Allerdings sind 12% des Unternehmens bei der derzeitigen Größe des Unternehmens eine wahnsinnige Zahl. Als der Plan genehmigt wurde, waren die 12% jedoch nur 7 Milliarden Dollar wert. Und das war die Vergütung für 10 Jahre. In Wirklichkeit erhielt Elon also nur 700 Millionen Dollar pro Jahr als ursprünglichen Aktienwert. Aber auch das sagt nicht alles, denn Elon wurde nicht einmal mit Aktien bezahlt, sondern mit Aktienoptionen. Aktienoptionen sind im Grunde genommen eine billige Möglichkeit, mit sehr hohem Risiko auf die Kursentwicklung einer Aktie zu wetten. Wenn du richtig liegst, kannst du das Hundertfache oder sogar Tausendfache deiner Investition herausbekommen. Aber wenn du falsch liegst, verlierst du alles und das wird nach dieser Formel berechnet. Es stellt sich heraus, dass die gleiche Wette, die Elon im Jahr 2018 mit seinem Gehalt abgeschlossen hat, euch nur etwa 60 Millionen Dollar gekostet hätte. Ich wiederhole das noch einmal. Um einen Gewinn von 56 Milliarden Dollar zu erzielen, musste man 2018 nur Aktienoptionen im Wert von 60 Millionen Dollar kaufen. Elon hat also nicht wirklich 56 Milliarden Dollar bekommen. Vielmehr erhielt er Roulette-Einsätze im Wert von 60 Millionen Dollar. Und Elon hatte die Glückssträhne seines Lebens und da das Gehaltspaket für 10 Jahre galt, bekam Elon in Wirklichkeit nur 6 Millionen Dollar pro Jahr. Und wenn er seine Ziele nicht erreicht hätte, wäre der Betrag auf 0 Dollar gesunken. Aber wenn er seine Ziele erreicht hätte, hätte sich die Gehaltstranche 1000-fach erhöht und genau das ist passiert, was uns in die Klage bringt. Ein Punkt, den ich Richard Tornetta zugute halten möchte, ist, wann er die Klage eingereicht hat. Er reichte die Klage unmittelbar nach der Verabschiedung des Gehaltspaketes im Jahr 2018 ein. Es dauerte mehrere Jahre lang, bis seine Entscheidung in dieser Sache getroffen wurde. Richard hat sich seit dem ersten Tag konsequent gegen das Gehaltspaket ausgesprochen und seine Argumente lassen sich auf 4 Punkte zusammenfassen. Nummer 1. Die Aktionäre von Tesla wurden nicht darüber informiert, wie leicht Tesla diese Ziele erreichen würde. Dieser Punkt ist nicht wirklich stichhaltig, weil es keine einfachen Ziele waren. Bis heute ist der zweitgrößte Autohersteller, Toyota, nur etwas mehr als 300 Milliarden Dollar wert, was bedeutet, dass Elon mit Tesla innerhalb von 10 Jahren die Größe von Toyota mehr als verdoppeln müsste. Ich denke, ihr werdet mir zustimmen, dass das kein leichtes Ziel war. Zu Punkt 2. Richards Anwalt argumentierte, dass Elon keine weiteren Anreize benötigte, da er bereits 411 Millionen Aktien von Tesla besitze. Im Gegensatz zu Richards erstem Argument ist dieser Punkt absolut zutreffend. Menschen wie Elon sind nicht in erster Linie durch Geld motiviert. Ihnen geht es vielmehr um ihren Bekanntheitsgrad und darum, Veränderungen herbeizuführen. Und Elon hat schon mehrfach gesagt, dass Tesla und SpaceX für ihn wie Kinder sind. Es ist also sehr wahrscheinlich, dass sich die Dinge bei Tesla genauso abgespielt hätten, egal ob Elon dieses riesige Gehaltspaket bekommen hätte oder nicht. Aber nur weil er nicht mehr Gehalt brauchte, heißt das nicht, dass er nicht trotzdem das Recht hatte, mehr zu verlangen. Nummer 3. Richards Anwalt argumentierte, dass der Vorstand nicht offengelegt hat, dass Musk das Gehaltspaket selbst entworfen hat. Um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht sicher, inwiefern dies eine schockierende Enthüllung ist. Es wäre viel schockierender, wenn ein Gründer-CEO keinen starken Einfluss auf sein oder ihr Vergütungspaket hätte. Und das bringt uns zu Richards letztem Argument, nämlich dass der Vorstand nicht offengelegt hat, wie nah die Mitglieder des Vergütungsausschusses von Tesla Elon standen. Auch hier bin ich mir nicht sicher, inwiefern das eine schockierende Enthüllung ist. Das wäre ein viel größeres Warnsignal, wenn ein Gründer kein gutes Verhältnis zu seinen Vorstandsmitgliedern hätte. Worauf ich hinaus will, ist, dass die eigentliche Frage in diesem Prozess hätte lauten müssen, ob Elon und der Vorstand gegen Gesetze oder Verfahren verstoßen oder etwas nicht bedacht haben, als sie das Gehaltspaket genehmigten. Stattdessen wurde es zu einem großen Fall, bei dem es darum ging, ob CEOs und Gründer es verdienen, so viel Geld zu bekommen. Und da sich die Stimmung in den letzten Jahren aufgrund seiner Twitter-Mätzchen und politischen Äußerungen weitgehend gegen Elon gerichtet hat, war es ein leichtes, ihn als gierigen Milliardär darzustellen, was er vielleicht auch ist. Aber auch das ist nicht relevant. Die Medien haben beschlossen, es zum Thema zu machen. Als der Fall noch nicht abgeschlossen war, gab es viele Artikel über das wachsende Wohlstandsgefälle, überhöhte Abfindungen, die immer reicher werdenden Reichen, das Verschwinden der Mittelschicht und so weiter. Damit das klar ist, ich behaupte nicht, dass all das nicht passiert. Ich kann mir sogar gut vorstellen, dass man das als moralischen Grund für die Ablehnung von Elons Gehaltspaket anführen könnte. Aber moralische Gründe sind nicht dasselbe wie rechtliche Gründe. Und in einem Rechtsstreit kommt es auf die rechtlichen Gründe an. Ehrlich gesagt halte ich es für ziemlich wahrscheinlich, dass das Gehaltspaket auch dann genehmigt worden wäre,
Wenn bekannt geworden wäre, dass Elon den Gehaltsplan erstellt hat oder dass er dem Vorstand nahestand oder dass er das Geld nicht brauchte. Was aber wirklich zeigt, dass dieser ganze Fall nur ein Haufen Blödsinn war, ist die Höhe der Entschädigungen, die die Anwälte fordern. Wie wir eingangs erwähnt haben, wollen die Anwälte 5,6 Milliarden Dollar. Das ist eine unglaubliche Ironie. Sie wollen im Grunde eine übermäßige Entschädigung dafür, dass sie einen Fall gegen übermäßige Entschädigung gewonnen haben. Ich würde sogar behaupten, dass die Forderung der Anwälte weit überzogener ist als die von Elon. Elon wollte 56 Milliarden Dollar als Gegenleistung dafür, dass er für seine Aktionäre einen Wert von 1 Billion Dollar geschaffen hat, Millionen von Autos ausgeliefert und im Alleingang die globale Automobilindustrie elektrisiert hat. Die Anwälte hingegen wollen 5,6 Milliarden Dollar für einen gewonnenen Rechtsstreit? Ja, ich glaube nicht, dass die Anwälte wirklich an das glaubten, was sie vorbrachten. Früher wurden sie dafür bezahlt, gegen überhöhte Entschädigungen zu argumentieren. Und das taten sie auch. Jetzt werden sie dafür bezahlt, für überhöhte Entschädigungen zu argumentieren. Also tun sie es und ehrlich gesagt kann man ihnen das nicht einmal verübeln. Sie wissen, wie das Spiel funktioniert und sie sind emotional nicht an eine der beiden Seiten gebunden. Ich glaube, das ist die eigentliche Lehre aus der ganzen Sache. Sich nicht auf eine der beiden Seiten festzulegen. Wenn wir das Ganze etwas näher betrachten, geht es eigentlich nur darum, ob ein Multimilliardär weitere 56 Milliarden Dollar bekommen sollte oder nicht. Ehrlich gesagt ist das im Großen und Ganzen eine ziemlich triviale Angelegenheit. Es ist nicht so, dass der Erhalt des Gehaltschecks irgendetwas in Elons Leben verändert hätte und es ist nicht so, dass Elon, der den Gehaltscheck nicht erhält, plötzlich die Wohlstandslücke schließen oder die Mittelschicht unterstützen würde. Trotzdem ist es eine sehr interessante Geschichte, denn wie oft sprechen wir über einen Gehaltscheck von 56 Milliarden Dollar? Wenn man Elons Reaktion darauf betrachtet, scheint es, als würde er in Berufung gehen und den Fall bis zum Ende durchfechten, was er auch tun sollte. Ich meine, würdet ihr das nicht auch tun? Wir müssen also abwarten, wie sich die Dinge entwickeln, aber in der Zwischenzeit wurde Elon Musk auf diese Weise um seinen 56 Milliarden Dollar Gehaltscheck beraubt. Danke fürs Zuschauen. Schaut euch doch jetzt eines unserer anderen Videos an und wenn ihr mehr Fragen einfach erklärt haben wollt, abonniert gerne den Kanal.